Wir sind hier an einem Mahnmal, an einem Kreuz, das erinnert an ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte. Ein Zeichen des Kalten Krieges, beziehungsweise auch ein Zeichen des Endes des Kalten Krieges. Hier an dieser Stelle haben die Amerikaner chemische Waffen gelagert, mitten im Wald hier in der Nähe von Clausen. Diese Waffen sind glücklicherweise nie zum Einsatz gekommen und wurden nach 1990 dann auch zur Vernichtung abtransportiert. Dieser Ort hier macht deutlich zum einen, wozu Menschen fähig sind, was Menschen einander antun können. Und zum anderen ist es auch ein Zeichen der Freude darüber, dass der Kalte Krieg zu Ende ist, dass wir in Europa seit 75 Jahren in Frieden leben und ein Zeichen gewachsener Versöhnung zwischen den Weltmächten. So ist auf diesem Stein nicht nur diese Geschichte dieses chemischen Waffenlagers zu lesen, sondern auch ein kurzes Dankgebet am Ende. Gott, du Freund des Lebens, dir sei Dank. Bewahre uns Menschen vor der Zerstörung deiner Schöpfung. Wir hoffen sehr, dass die Schöpfung, die wir auch hier wunderbar genießen können, uns lange erhalten bleibt. Dass Gott die Schöpfung bewahrt, darauf hoffen wir und darauf vertrauen wir. Und dieser Ort ist ein Zeichen dafür, dass dies gelingen kann. In diesem Sinne, bleiben Sie behütet.